Hallo, ich bin der Buttermaker, bin 55 Jahre alt und bin Klemmbaustein-Messi. Und heute machen wir einen kleinen Rückblick zum Frühlingserwachen 2.0, welches ja am vergangenen Wochenende im Brickshaus in Spreitenbach hier in der Schweiz stattgefunden hat. Mehr dazu aber nach dem Intro. Viel Spaß! Zunächst einmal ein riesengroßes Dankeschön an Jacqueline und Stefan, die Besitzer des Bricks Houses, die das Ganze überhaupt ermöglicht haben. Und natürlich auch ein riesengroßes Dankeschön an Calimero und Raffzahn, die wieder mit einem Wahnsinnsaufwand fürs leibliche Wohl gesorgt haben. Es war einfach der Hammer. Aber auch natürlich ein riesengroßes Dankeschön an Cäsar, der ja letztendlich das Ganze auch mitorganisiert hat oder der Hauptverantwortliche für die Organisation war. Einfach der Hammer, wie er das wieder auf die Reihe gekriegt hat. Ja, und natürlich auch vielen Dank an alle anderen, die rund um den Event mitgeholfen haben, damit das Ganze auch wirklich zu einem guten Event wird. Es war einfach wieder toll. Und natürlich vielen, vielen Dank an alle, die erschienen sind, die zum Event gekommen sind. Leider konnten nicht so viele kommen wie im letzten Jahr. Das hatte verschiedene Gründe, auch absolut verständliche Gründe. Und alle, die dabei waren, ich kann nur sagen, es war richtig schön, euch wiederzusehen. Manche auch zum ersten Mal. Es war einfach klasse. Es war wirklich klasse und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe sehr, dass wir im nächsten Jahr wieder so ein Event erleben werden, ob in Österreich oder der Schweiz oder in Deutschland. Das ist mal dahingestellt, aber Hauptsache es findet so ein Event statt, denn es war einfach sensationell. Ja, aber auch diesmal gab es wieder so ein paar nette Sachen als Mitbringsel. Und zwar vielen Dank an Let's Brick für die nachträglichen Ostergrüße. Ich finde die Hasen richtig putzig da drauf. Es war ja nur eine Woche nach Ostern, also da passte das einfach noch super. Dann auch ein Dankeschön an Harzbricks für diese tolle Tasse. Und ja, ich werde noch versuchen, an der Brocken-WM teilzunehmen. Versprochen. Ein paar Sigfix gab es auch. Vielen Dank an die beiden, von denen ich sie habe. Sie wissen, wen ich meine. Und vom Bricks House gab es eine kleine Tasche oder ja, Rucksack oder ich weiß gar nicht, wie man den Taschentyp nennt. Die sind auf jeden Fall klasse. Und darin sind wieder mal ein paar feine Schweizer Leckereien. Da haben wir die berühmten Zweifelchips, die Paprika-Chips, die besten Paprika-Chips überhaupt, die es gibt. Und ja, ich schütte die einfach mal aus, die Tüte. Da hat es alles Mögliche drin. Da hat es Basler Leckerli, da hat es Appenzeller Bärli-Biber, da hat es Kamli-Brezel, da hat es Schoki, Cola-Frösche. Toll zusammengestellt. Ich freue mich schon aufs Naschen. Und ja, ich kann nur sagen, es war wirklich toll. Steinemeister hat wieder gesungen. Daumen hoch dafür. Und ja, ich habe jetzt nur ein paar wenige Bilder, die ich am Schluss noch zeigen kann. Und ich hoffe sehr, dass wieder so ein Event stattfinden wird im nächsten Jahr. Und dass wieder viele dabei sein werden. Ich würde sagen, viel mehr kann ich gar nicht sagen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Und nicht vergessen,